In dem heutigen Video kannst du mir beim Golfunterricht live zusehen. Ich habe Mario bei mir, der Teil des Bausek-Schwung-Projekts 2021 ist. Und er hat so einen richtig typischen Fehler, den viele Hobbygolfer haben. Was dieser Fehler ist und wie ich ihn korrigiert habe, das erfährst du in diesem Video. Also bleib dran, wir starten jetzt. Mario ist eigentlich ein ambitionierter Billardspieler, der aufgrund der Corona-Krise letztes Jahr zum Golfspielen begonnen hat. Jetzt hat er sich total in den Sport verliebt, hat sich bei mir, bei meinem Bausek Golfschwungprojekt 2021 beworben und ich freue mich, dass er heute dabei ist. Denn er hat nämlich ein Riesenproblem, nämlich er kommt mit dem Schlägerkopf extrem stark von außen und schlägt brutale Slice. Aber nicht nur das, gleichzeitig bleibt er sehr stark auf dem rechten Fuß. Das ist eine sehr, sehr knifflige Kombination, wie du jetzt gleich sehen wirst. Wenn jemand, so wie der Mario, sehr lange mit Druck rechts ist, ja, dann wird er vorher am Boden reinhauen. Jetzt muss er irgendeine Taktik finden, irgendeine Strategie finden, wie er trotzdem noch rechtzeitig oder richtig zum Ball kommt. Ja? Weil du willst ja nicht den Boden vorher reinhauen. Ja. Und du musst auch verstehen, wenn jemand von außen kommt, also von außen nach innen schwingt, schiebt es den tiefsten Punkt weiter nach links. Wenn man von innen kommt, von der Innenseite hier, verschiebt es den tiefsten Punkt weiter nach rechts. So, und was du machst, Mario, ist, du gehst her, bleibst am rechten Fuß und damit du den Boden reinhaust, kommt der Schläger von außen und gleicht es aus. Und so erwischt ihn halt irgendwie. Okay? Also das ist ein bisschen gemein, weil das Problem ist, wenn ich jetzt nur sage zu dir, pass auf, ich bringe dir das bei, von innen an den Ball zu kommen, dann wird das Problem sein, dass der Mario noch weiter vor im Boden reinhaut. Okay, das heißt, was müssen wir machen? Beides korrigieren. Ich bin ein Riesenfan von den, im Englischen heißt der Low-Hanging Fruits, die niedrig hängenden Früchte. Die niedrig hängenden Früchte sind bei dir die Körperrotation. Und zwar, du hast in deinem Aufschwung quasi fast keine Drehung. Ja, Mario hat den Schwung hier, dass er die Hände hier weglegt am Anfang hier. Keine wirkliche Körperrotation macht und dann eigentlich die Arme sehr, sehr hoch hat. Hohe Hände. Wir haben aber gesagt, wie sollen die Hände bei dir sein? Eher flacher. Eher flacher, weil du eine eher kürzere Armspanne hast. Das heißt, die Idee ist, ich möchte die Arme weiter nach hinten bekommen und bei Mario wollen wir die Arme deswegen nach hinten bekommen, weil er einfach am Ende des Tages einfach mehr dreht. Und mehr drehen ist aber nicht mehr gleich mehr drehen, sondern ich muss dir zeigen, wie du richtig drehst. Ja. Und das bringe ich dir jetzt bei. Um das zu verstehen, werden wir das jetzt kurz analysieren. Schau her kurz. Im frühen Aufschwung hier links auf der Ferse und rechts bist du auf dem Fußballen. Wenn dieser Zustand entsteht, dass du rechts am Fußball bist, links auf der Ferse, machst du gerade eigentlich alles, was nicht drehen bedeutet. Ja, steh dir mal auf den rechten Fußballen mal hin, heb du die rechte Ferse hoch und die linke Zehenspitzen hoch, okay? Linke Zehenspitzen hoch, ja genau, so. Und jetzt schwing auf. Geht das leicht oder schwer? Schwerer. Okay, das ist das, was du im Prinzip machst, okay? Jetzt möchte ich, dass du mal zum Spaß einmal die linke Ferse leicht hebst. Ein bisschen, ja. Und rechts die Zehenspitzen hebst. Genau. Und jetzt mach einen Aufschwung. Und sag mir, ob die Drehung leichter geht im Becken. Ja. Genau. Also man sieht das hier, Mario kann jetzt hier auf Arme hier auch die Drehung beenden hier. Ja. Und wo sind die Arme jetzt bei dir, Mario? Mehr hinten, gell? Mehr hinten, ja. Wir müssen nur schauen, dass du früher in deinem Aufschwung ein bisschen mehr Druck Richtung Ferse bekommst und früher Richtung linken Fußballen. Das heißt, ich möchte, dass du jetzt einfach beginnst, dass du einfach im Aufschwung jetzt einmal nur ganz einfach probierst, einfach mal deine linke Ferse ein wenig zu heben. Ich gehe zur Seite und kannst du selber zuschauen. Hast du gesehen, wie die linke Ferse jetzt, wie auf einmal das jetzt? Ja, ist leichter. Okay, was hast du jetzt gemacht? Du hast vor allem viel besser gedreht. Ja? Das sieht man auch wirklich sehr, sehr gut in der Kamera. Gell? Das heißt, der einzige simple Gedanke für dich ist es, nur du musst nur die linke Ferse gleich vom Start weg ein wenig heben. Das heißt, nochmal kurz zur Wiederholung für euch hier zu Hause. Also Mario hat das Problem gehabt, dass er im frühen Aufschwung hier zu viel Druck auf der Ferse hatte im linken Fuß und zu viel Druck auf der Zehenspitze, kann man sagen, im rechten Fuß. Und wenn man sich das so vorstellt, kann man nicht ordentlich drehen. Was wir jetzt gemacht haben ist, wir haben jetzt geschaut, dass er nur seine linke Ferse ein wenig hebt, gleich im Start des Rückschwungs. Und was das bewirkt hat, war, dass jetzt auf einmal sein Becken leichter dreht, dass er dadurch auch seinen Oberkörper leichter dreht und seine Arme sind dadurch von hier vorne hierher gewandert. Und jetzt hat er eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass er mehr von innen an den Ball kommen kann. Okay?
So, ich habe jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht für Mario. Also wir haben jetzt nur getestet, was passiert, wenn er die linke Ferse ein wenig hebt. Und tatsächlich, man sieht dann hier, dass dann auf einmal tatsächlich du wirklich sofort in eine bessere Drehung reinkommst. Okay, die Arme sind nicht mehr hier oben, sondern sind mehr hier bei Mario durch diese Sache. Aber was der Mario jetzt nicht geschafft hat, leider, und das müssen wir jetzt noch ein bisschen verbessern, ist, dass du immer noch 85% deines Drucks am rechten Fuß hast, Ende Aufschwung. Und das sollte ja schon zumindest 50-50 sein. Das heißt, das war noch kein... Ich habe vermutet, das wird automatisch kommen, aber leider nicht. Wir werden ein bisschen nachhelfen. Das heißt, ich hole jetzt ein kleines Hilfsmittel und dann probieren wir das noch einmal. Ich habe dir ein kleines Hilfsmittel, jetzt, das uns jetzt helfen wird, dass du das Gefühl bekommst, dass du früher auf dem linken Fuß kommst. Das heißt Force Pedal. Und genau das jetzt machst, was wir gerade vorher gemacht haben, dass du ein wenig die, im Aufschwung jetzt ein wenig die linke Ferse hebst. Aber diesmal, Mario, möchte ich, dass du dabei auch auf die Hupe drückst. Okay. Okay, auf den, wie hast du gesagt, den Gummiball, ja? Dass du da drauf drückst. So, mach mal einen Aufschwung und sag mal, wie du da drauf drückst. Genau. Bist du drauf, wirklich? Ja. Geht's noch besser? Wie wär's, wenn du hier wärst? Bist du mehr drauf? Ja. Mario hat ja das Problem, dass er sehr viel seitlich sich bewegt im Aufschwung und sehr viel Gewicht bzw. Druck am rechten Fuß hat. Er braucht dann viel zu lange, dass er wieder zurück in die linke Seite kommt. Was das bewirkt, ist, dass er dann deswegen sehr häufig zu früh in den Boden schlägt. Ich habe ihm dann ein spezielles Trainingsgerät am Boden hingelegt. Das ist so ein kleines Kissen, wo er gut spüren kann, wie der Widerstand ist. Aber man kann genauso auch irgendeine Münze nehmen. Ich habe hier so einen Pokerchip zum Beispiel, kann man auch hinlegen. Und ich habe ihn im Prinzip gebeten, dass er da mit Fußballen draufsteigt und einfach versucht, sehr früh in seinem Schwung auf dieses Pad draufzusteigen, in dem Fall hier auf die Pokermünze, damit er den Druck früher links hat. Ja? Und das schaut dann ungefähr dann so aus dann hier. Ja? Jetzt siehst du, dass ich auch sehr neutral geblieben bin mit dem Kopf. Mario hat am Anfang versucht, das zu machen, aber hat dabei seinen ganzen Kopf nach rechts verschoben, also so, und hatte dann Probleme, darüber zu drücken. Erst als ich ihm ein bisschen mitgeholfen habe, dass er hier mit dem Kopf zentraler bleiben soll, hat er das auch geschafft, dass er früher hier links ist. Und das ist eine sehr gute Übung für jemanden, der zu lange in der rechten Seite ist. Genau. Spürst du das, dass du früher links bist? Ja. Jetzt zum Beispiel habe ich auf den Druckplatten stehen 53% am linken Fuß. Okay, noch das nochmal. 50 auch so an. Genau, das sind jetzt ungefähr 50-50 bist du jetzt, okay? Das ist jetzt 101. 101. Ich würde vorschlagen, dass du jetzt die ganzen Platten weg jetzt geben und du trainierst es ein bisschen mal einfach nur mit dem gelben Ding am Boden, ja, und schaust, dass du ein Gefühl dafür kriegst. Das ist mal Beweis einmal, das hat dich mal auf alle Fälle in die richtige Richtung gepusht. Wie hat sich das angefühlt bis jetzt? Besser. Die Rotation ist besser geworden. Stopp, hier. Jetzt solltest du anfangen, schon links rauf zu gehen. Fall drauf. Ja, genau. Spürst du es? Sind drauf fallen fast, ja? Ja. Genau. Spürst du es? Ja. Merkst du auch, wo die Arme jetzt sind? Die Arme sind ganz woanders, gell? Viel weiter hinten, oder? Viel weiter hinten, ja. Genau. Und kannst du jetzt dann vorstellen, dass du von hier dann im Abschwung sehr schnell daher kommen könntest? Ja. Das wäre die Rettung gegen deinen Slice, okay? Jetzt könntest du nämlich so zum Ball kommen, okay? Er droht. Hat einen Droh gemacht, oder? Bisschen. Ja. Wir werden jetzt trotzdem ein bisschen eine Idee noch, wie der Schläger abschwingen soll. Also du hast verstanden, wo du mit dem Körper hin musst, gell? Mhm. Jetzt bist du hier, haben wir gesehen, am Trackman. Statt 6, 7, 8 Grad von außen, Nummer 1,7 von außen. Mhm. Und das Schlagfläche ist geschlossen, deswegen fängt jetzt schon zum Kurven an. Wir müssen aber den Schwungpfad ein bisschen nach rechts bringen. Mhm. Und das heißt, ich werde jetzt ein bisschen Idee geben, wie du jetzt dann abschwingst. Und zwar möchte ich, dass du dir vorstellst, dass du, wenn du hier oben angelangt bist, hier in der Endposition, dass der Schläger dahinter geht. Ich zeig das mal vor, wenn Mario hier oben ist, möchte ich, dass der Schläger in diese Richtung geht. Ja, er schwingt es quasi so noch ab und ich möchte, dass er mir hier runter schwingt. Boah! Nachdem Marios Druckverlagerung in die linke Seite korrigiert war, ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass er durch seine starke Out-In-Bewegung hier sehr viele Bälle toppen wird, weil einfach schlichtweg der Boden zu spät getroffen wird. Um das zu verhindern, war das jetzt der perfekte Moment, dass man an seiner Schwungbahn arbeitet, dass er mehr von der Innenseite an den Ball kommt.
Das war eigentlich sehr einfach. Ich habe eigentlich Mario nur ein Bild gegeben, was er machen soll. Ich habe ihm gesagt, er soll einfach nur versuchen, das Griffende vertikal hinunter zu bewegen im Schwung. Das sieht dann so aus hier. Das hat Mario bereits geholfen, den Schlägerkopf mehr hinter seinen Körper zu bringen. Er war dann auch früher mit dem Druck links und das hat dann wirklich ganz, ganz tolle, knackige Ball-Bodenkontakte ergeben. Er hat dann wundervolle Draws geschlagen und es war ein komplett anderer Ballflug. Mario hat tatsächlich es geschafft, dass er jetzt 2 Grad von innen an den Ball kommt. 2 Grad. Ja. Yeah. Okay, also der war wirklich, wirklich schön von innen. Das ist nicht mehr das Problem gewesen. Aber wie hat sich angefühlt, der Schlag? Anders. Anders, okay. Ist er im Ziel gelandet? Nein. Nein, okay, war mega links, okay. Ja. Und genau das ist das, was oft passiert, wenn man Leute es das erste Mal schaffen, dass sie mehr von innen kommen, ist, dass die Schlagfläche komplett durcheinander ist. So, und jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, dass wir uns überlegen, wie können wir die Schlagfläche stabilisieren, dass dann der Ball nicht zu weit nach links abhaut. Eine Griffänderung macht man nicht zum Spaß. Der Griff hat eine gewisse Funktion. Wenn diese Funktion nicht erfüllt wird, dann ist es Zeit, den Griff zu ändern. In Marios Fall war es so, dass er einen Griff hatte, der extrem stark nach rechts gedreht war. Nachdem ich es in seinem Schwung ja verbessert habe und er jetzt schön von innen an den Ball kam, hatte er sehr starke Hooks. Das wäre auch so geblieben, hätte ich nicht seine Hände ein klein wenig mehr nach links gedreht. Das war eine kleine Veränderung für ihn, aber hat eine wahnsinnige Bedeutung für seinen Golfschwung gehabt, weil dadurch wurden seine Schläge wesentlich konstanter. So, ist das ein guter Schwung, guter Griff. Der Griff ist seitlich bis leicht unten drunter rechts, das ist so wie es zum Mario gut passt. Eine Verbesserung, wie fühlt es sich an? Schauen wir mal, oder? Ungewohnt. Schauen wir mal, oder? Und was passiert dann? Schläger flacht ab, genau. Und kommst so zum Ball. Und wie ist die Schlagfläche jetzt? Zeigt leicht nach rechts. Ja. Genauso soll es sein. Weil wenn du einen Draw spielst, musst du die Schlagfläche leicht nach rechts zeigen, damit der Ball rechts starten kann. Und die Schwungbahn gibt ihm den Drall. Mhm. Wow. Halleluja. So, lieber Mario. Also, du kamst hier mit, glaube ich, 6 bis 8 Grad von außen. Ja. Der letzte Schlag war 3,5 Grad von innen. 3,5 Grad von innen. Und die Schlagfläche, die war in diesem Fall leicht offen zum Ziel, also nicht mehr so geschlossen. Du hast einen ganz kleinen Draw gehabt und du hast jetzt wirklich 130 Meter Kehre geschlagen. Du musst dir erst mal daran gewöhnen. Du schaust, dass du das Gefühl kriegst, jetzt im Training. Mhm. Und dann, wirst du merken, wirst du von selber schneller werden. Und dann steigerst dich. Sehr, sehr starke Verbesserung heute. Dankeschön. Gratuliere, gell? Passend zu diesem Video bitte ich dich, dass du jetzt dieses Video hier anschaust. Das ist auch ein Live-Video mit mir, mit Tina. Sie ist auch Teil des Bausig-Schwung-Projekts 2021. Also bis gleich drüben auf der anderen Seite. Tschüss.